Ich habe mich jetzt von CVS Health getrennt. Ich habe die Aktien verkauft aus meinem privaten Depot. Warum ich die Aktie verkauft habe und aber insbesondere welche Aktie ich stattdessen mir ins Depot geholt habe und warum, erfährst du in diesem Video. Zu CVS Health habe ich ja bereits ein eigenes Video abgedreht, kurz nachdem die neuen Zahlen rauskamen und die Aktie abgetaucht ist. Du erfährst das Ganze hier in dem Video. Ich verlinke das auch gerne. Es gibt einen ganz besonderen Grund, noch speziell, warum ich mich von CVS Health getrennt habe. Und das ist, ich war überinvestiert quasi in den amerikanischen Krankenversicherungsmarkt, denn ich habe auch bei der United Health Group zugeschlagen, der ja auch mal recht günstig noch in diesem Jahr zu haben war, hatte dann quasi zwei Krankenversicherer im Depot und jetzt wollte ich einen loswerden, das war CVS Health und stattdessen habe ich mir jetzt eine andere Aktie reingeholt, die auch eine hohe Dividendenrendite hat, die auch meines Erachtens günstig bewertet ist, aber eben kein Krankenversicherer mehr ist. Mein Name übrigens Thorsten Tiedt, ich bin der Gründer des Aktienfinders, wir haben mittlerweile schon über 120.000 Mitglieder, jawohl. Mitgliedschaft ist kostenlos, wenn du dich also für das interessierst, was ich dir hier zeige, dann registriere dich gern. An der Stelle noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Wir gehen jetzt gleich zu der Aktie, die ich gekauft habe. Und jetzt haben wir den Namen, es ist nicht die United Health Group, sondern Rexford Industrial Realty. Man erkennt es schon am Namen, es ist ein Real Estate Investment Trust, also ein REIT. Schauen wir uns zunächst mal die Dividende an. Die Dividende hier momentan recht hoch für diesen REIT bei 3,4%. Deutlich mehr als es noch vor kurzem gab, wo die Dividendenrendite bei unter 1,2% lag. Wir haben hier dynamisches Dividendenwachstum im zweistelligen Bereich hier. Auf die letzten 5 Jahre knapp 20% pro Jahr die Dividende gestiegen. Und du siehst dann hier beispielsweise die persönliche Dividendenrendite bezogen auf den Kurs. Heute würde Anfang 2028 bei 5% liegen, wenn es denn so kommt, wie die Analysten das prognostizieren. Die Performance des REITs insgesamt sieht auch nicht schlecht aus. Auf die letzten 10 Jahre, da hat sich dann der Einsatz sozusagen fast, nicht ganz, aber fast vervierfacht mit 286%, 20% davon, also alles brutto, ein Fünftel davon rund kommt durch die Dividende zustande und der Rest über Kursgewinne. Ja, was macht denn der REIT eigentlich so? Wenn man hier ins Unternehmensprofil reinklickt, da kann man hier mal auf die Webseite gehen und das ist ein REIT, der in erster Linie Industrie Immobilien in Südkalifornien vermietet, Industrieimmobilien. Das heißt, was da gemacht wird, Schwerpunkt Warenlager, Logistikzentren und ich sage jetzt mal leichte Industrie. Das heißt, wir werden jetzt keine kompletten Autos zusammengeschraubt, also leichte Industrie. Und das Ganze in Südkalifornien in Ballungsräumen. 60% ungefähr der vermieteten Fläche steht im Raum Los Angeles. Und diese Ballungsräume ist relativ wichtig, weil es sind also sehr dicht bebaute Flächen, wo es relativ schwer ist, Fläche zu finden, Immobilien zu finden, die man dann entsprechend vermieten kann. Das heißt, wenn man da schon Immobilien hat, dann ist das schon so wie ein kleiner Burggraben. Und der Markt ist stark fragmentiert und Rexford Industrial, das werden wir auch noch sehen, kauft da schön auf. Die haben jetzt auch im April erst, also ganz frisch für 1 Milliarde US-Dollar ungefähr Immobilien gekauft von Blackstone Capital. Und das funktioniert ganz gut. Und der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht denken, wie, die sind nur hier in Südkalifornien tätig. Denn man darf es aber nicht unterschätzen. Das Bruttoinlandsprodukt, habe ich noch extra geschaut, von Südkalifornien beträgt in etwa 1,6 Billionen US-Dollar. Im Vergleich dazu haben wir in Deutschland ein Bruttoinlandsprodukt von nur, also von knapp 1,05 Milliarden Euro. Also 1,1 Milliarden Euro, runden wir es mal ein bisschen auf, im Vergleich zu 1,6 Billionen US-Dollar. Das heißt, diese Region Südkalifornien hat eine stärkere Wirtschaftsleistung als Deutschland. Und
ist die wirtschaftlich stärkste Region der ganzen USA. Und hier sind eben Rexford Industrial Realty aktiv als ja, Immobilienexperten im Industriebereich. Wir haben natürlich hier auch gewisse Risiken, insbesondere wenn es mit der Konjunktur nicht so läuft. Und die Leerstandsquote ist auch ein bisschen gestiegen. Sie liegt jetzt bei allerdings nach wie vor sehr guten 3,2%. Das ist deutlich niedriger als im Branchendurchschnitt. Und auch da zahlt sich wohl die Expertise zum einen aus und auch auf das Investment in eben diese wirtschaftlich starken Regionen. Ein anderes Risiko, vielleicht will ich den Teufel nicht an die Wand malen, was wir hier haben. Das ist, weil wir diese geografische Dichte haben an der San Andreas-Spalte. Es kann auch Naturkatastrophen geben, wie Erdbeeren, Erdbeben oder Brände. Die sind versichert, natürlich sind sie versichert, aber wenn es mal ganz schlimm käme, dann könnte der Schaden nicht komplett gedeckt werden, eventuell. Aber ich will jetzt mal den Teufel nicht an die Wand malen. Wenn sowas passiert, dann geht der ganze Aktienmarkt, also so ein schweres Beben, dann wird der ganze Aktienmarkt wahrscheinlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Ja, also ich halte die Aktie für interessant und noch interessanter wäre es vielleicht, wenn du hier den Qualitätscheck gehst, weil wir ja hier einen REIT vor uns haben, wissen wir ja bereits, als wir hier nicht den bilanzierten Gewinn nehmen können. Es gibt den Funds from Operations, den wir auch hier schön anzeigen im Aktienfinder, der bereinigt ist, der den Gewinn bereinigt, um die Abschreibungen in erster Linie des Immobilienbestands. Die Abschreibungen sind eine Größe, die werden vom Gewinn abgezogen, vom bilanzierten Gewinn, sind aber nicht tatsächlich im eigentlichen Sinne gewinnmindernd, weil die Immobilien nicht wirklich im Regelfall weniger, sondern eher mehr wert werden, wenn man sie ordentlich instand hält. Und es ist auch nicht Cashflow wirksam, diese Abschreibung. Deshalb gibt es die Funds from Operation und man sieht, dass jetzt plötzlich die Dividenden gedeckt. Jetzt gibt es aber auch noch die Adjusted Funds from Operations und man sieht, dass die Dividenden immer noch knapp gedeckt und tatsächlich orientieren sich die Dividenden an den Adjusted Funds from Operations. Was ist da wieder der Unterschied zwischen Funds from Operations und Adjusted Funds from Operations? Das sind in erster Linie die Dividendenzahlungen für sogenannte Preferred Shares enthalten. Nämlich Rexford Industrial Realty wächst insbesondere, die müssen immer Kapital aufnehmen, diese REITs, um weiter zu wachsen, das heißt, um entweder Immobilien zu bauen oder zu kaufen, wie sie es gemacht haben von Blackstone. Das kostet natürlich Geld und weil sie so viel ausschütten müssen, gesetzlich können sie ja keine Rücklagen bilden, aus denen sie dann eben den Immobilienerwerb stemmen können. Insofern bleiben da zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt Schulden auf und die Verschuldung ist sehr niedrig für REITs im Vergleich. Also wir haben hier eine Schuldenquote, auch wenn sie jetzt leicht gestiegen ist, unter 30%, 28,5%. Also ist sehr niedrig für einen REIT. Wie schaffen Sie das? Sie schaffen das, indem Sie Aktien ausgeben und das sind auch diese Preferred Shares dabei. Preferred Shares, das sind in erster Linie Aktien, die eine feste Dividende haben. Diese Dividende hat auch Vorrang vor den normalen Dividendenzahlungen und die haben eine feste Laufzeit. Die können auch dann wieder zurückgekauft werden von dem REIT und dann sind sie wieder weg. Haben also ein bisschen Anleihecharakter fast, könnte man sagen. Und die sind hier mit enthalten und darüber finanziert sich sehr exzessiv eben dieser REIT. Und der Vorteil davon ist, dass eben die ja, zinstragenden Schulden hier recht niedrig sind im Vergleich zu REITs allgemein. Der Free Cashflow, das sieht man hier auch schön, der ist übrigens negativ. Auch Free Cashflow spielt bei REITs eine Rolle. Auch da sind ja beispielsweise keine Abschreibungen drin. Wir haben den Free Cashflow auch hier. Man sieht da, dass die Dividende jetzt hier nicht gedeckt ist. Der Free Cashflow ist in der Regel noch ein bisschen niedriger als der Adjusted Funds from Operations. Und ich habe auch mal geschaut, warum der Free Cashflow hier relativ stark eingebrochen ist und wir hier jetzt eine niedrige Tilgungskraft haben, beziehungsweise eine negative, spielt insofern eine Rolle. Hier sieht man nochmal schön, der freie Cashflow liegt bei 140 Millionen US-Dollar, Dividenden aber in Höhe von 340 Millionen US-Dollar. Das heißt, die werden momentan auf Pump finanziert, also durch die Ausgabe hier von den Preferred Shares auch in erster Linie.
die ja übrigens auch das Gewinnwachstum verbessern. Wie viel, das sieht man hier. Da war also auch im Jahr Geschäftsjahr 2023 hier um 41 Cent. Aber insgesamt, wenn wir das Gewinnwachstum organisch dagegen halten, dann gibt es eben immer noch ein schönes Gewinnwachstum. Ich habe geguckt gehabt, warum der freie Cashflow hier so stark eingebrochen ist. Und das liegt an erhöhten Instandhaltungsinvestitionen. Die liegen momentan auf die letzten 4 Quartale bei 425 Millionen US-Dollar. Und nur so zur Orientierung hier, davor lagen sie bei maximal 100 Millionen US-Dollar. Die haben sie jetzt also mehr als vervierfacht. Was in Rexford Industrial macht, auch wenn die Immobilien kaufen, das haben sie jetzt gerade getan und für 1 Million, die renovieren dann die Immobilien, oft brechen sie die in kleinere Einheiten runter, die sie dann besser vermieten können zu höheren Quadratmeterpreisen. Das sind halt Investitionen und das Ganze hier, diese erhöhten Instandhaltungsinvestitionen oder Renovierungskosten auch, wenn man es mal ein bisschen salopper sagen möchte, das wird jetzt mal gemacht. Und wenn das rum ist, dann geht der freie Cashflow auch wieder hoch. Das halte ich für ganz plausibel. Insofern auch ganz plausibel das, was die Analysten hier schätzen. Deshalb ist es für mich jetzt kein K.O.-Kriterium, dass die Dividende derzeit auf Pump finanziert wird. Wir haben noch die hohen Zinsen natürlich als Risiko, mit dem ich denke, aber das Rexford Industrial damit gut zurechtkommt. Wir haben hier auch den Zinsaufwand drin, der aber insgesamt immer noch überschaubar bleibt, weil eben insgesamt die Zinsen recht, die Schulden recht niedrig sind. Deshalb gehen wir jetzt mal gleich zur Bewertung. Schauen wir uns die Multiples an. Alles basierend auf den Adjusted Funds for Operations. Und was sieht man hier, dass der REIT teilweise sogar ein 60er KGV hatte. Ich nenne das jetzt KGV. Auf den Adjusted Funds for Operations momentan hier um die 25. Und da der Gewinn bzw. AFFO weiter steigen soll, hier dynamisch, wäre es dann nur noch bei 16 Ende 2027. Durchschnittlich hier auf die letzten 10 Jahre ein AFFO von knapp 35 gewesen. Also jetzt deutlich günstiger als in der Vergangenheit, also im Durchschnitt der Vergangenheit. Und wir nehmen das jetzt, um den fairen Wert der Aktie und die Renditeerwartung zu ermitteln. Wir haben hier also das durchschnittliche KGV und das aktuelle KGV hier. Und wenn wir jetzt den fairen Wert anzeigen, dann sieht das Ganze entsprechend so aus. Und das wäre jetzt hier, hätten wir jetzt aktuell einen fairen Wert von knapp 60 US-Dollar. Die Aktie kostet 46 US-Dollar. Und wir haben hier wieder so kleine Warnungen, weil wir nur noch 4 Analystenschätzungen haben. Bis hier sind es 10, das heißt, wir gehen bis hierhin, um die Renditeerwartung zu bestimmen. Was man hier auch schön sieht, das ist das Gewinnwachstum. Und ich möchte jetzt also den fairen Wert ein bisschen nach unten korrigieren. Das heißt, ich würde den 33er Schnitt hier ein bisschen nach unten korrigieren. Dieser 33er Schnitt wird ja benutzt, um den fairen Wert zu berechnen. Warum? Wir haben hier das prognostizierte Wachstum. Ist immer noch schön dynamisch, 10%, 15%. Hier nach hinten soll es sogar noch steigen, aber das nehmen wir nicht mehr. Aber wenn wir jetzt so 10, 15% nehmen, dann ist es schon etwas weniger als hier in den Jahren zwischen 2020 und 2022, als die Aktie auch relativ hoch bewertet war und das KGV hochgetrieben hat. Also wir haben jetzt eine leichte Gewinnverlangsamung, will ich sagen. Dann haben wir auch noch relativ hohe Zinsen. Das kann man hier auch noch argumentativ nehmen, um den Schnitt ein bisschen nach unten zu drücken. Und ich habe mich dann entschlossen, einen 28er KGV hier zu nehmen. Ist auch immer ein bisschen Gutdünken dabei, also eine Einschätzung. Wenn man das macht, dann geht der faire Wert hier nach unten. Da hätten wir jetzt einen fairen Wert von 50 US-Dollar oder knapp. Da wäre die Aktie also immer noch leicht unterbewertet. Und dann hätten wir hier aber ja noch das entsprechende Gewinnwachstum, sodass wir dann hier eine jährliche Renditeerwartung von knapp 22% haben im nächsten 1,5 Jahre. Und danach wird sich das ja, einpendeln auf das tatsächliche Gewinnwachstum, was ja dann aber auch noch im zweistelligen Bereich liegen sollte, wenn es denn so kommt, wie es die Analysten schätzen, ich aber auch für plausibel halte. Man kann auch noch den Prognosekorridor hier zu Rate ziehen. Da gibt es nämlich relativ große Abweichungen. Da gibt es hier einen sehr
pessimistische Analystenschätzung. Auf dieser basierend lege der faire Wert dann bei lediglich knapp 61 US-Dollar Ende 2025, was aber immer noch eine Renditeerwartung von gut 10% entsprechen würde aufs Jahr. Also, das ist der REIT, den ich mir ins Depot gelegt habe, Rexford Industrial Realty. Den hatte ich bisher gar nicht auf den Schirm. Und warum ich den überhaupt auf den Schirm bekommen habe, das haben wir hier unseren Analysten zu verdanken. Wenn ich hier in die Roadmap reingehe, dann seht ihr nämlich Dividendenaktien mit Rabatt. Das wird bald, heute zum Tag des Videodrehs veröffentlicht. Das heißt, wenn du das Video siehst, dann ist es schon live. Und das ist eine der Aktien, die hier tatsächlich behandelt werden. Und das habe ich mal gelesen. Und dann habe ich wirklich noch weiter recherchiert. Und dann habe ich doch tatsächlich schon gekauft. Und hier nochmal der Verweis auf Dividendenaktien mit Rabatt. Okay, danke fürs Zuschauen. Das würde mich natürlich interessieren, wie stehst du zu dem REIT? Wäre das für dich ein Kauf? Gibt es irgendein No-Go? Und vielleicht auch, welche Dividendenaktie findest du derzeit sehr interessant und sollte ich in näherer Zukunft analysieren? Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.